Moin, moin, liebe Wüstenfreunde. Herzlich willkommen zurück bei From Dust. Tja, wir sind in der Wüste gestrandet. Gestrandet, warum? Ja, weil hier immer mehr Wasser zum Vorschein... Alter, was ist... Oh Gott, das wird immer schlimmer. Was ist denn das? Ja, jetzt geht hier schon diese komische Vegetation ein, diese schlechte Vegetation. Und es... Nee, das finde ich alles nicht gut. Ich wollte euch gleich mal zeigen, wie Verdunstung funktioniert. Bitteschön. Mal gucken. Das Wasser wird weniger. Dies ist übrigens die erste Map, die ich selber auch noch nicht gespielt habe. Also alles davor habe ich schon mal so angetestet und so ein bisschen. Das hier kannte ich selber noch nicht. So, und jetzt bin ich erst recht mal gespannt. Kann ich diese Quellen einfach zuschütten? Ich meine nämlich eigentlich nicht. Ach was, und jetzt ist hier einfach so eine Vegetation. Wie wäre es, wenn wir das ausnutzen, um hier einfach mal hinzugehen? Also ich möchte das eigentlich mal... Genau, besiedelt das mal bitte. Ich möchte... Weil ich habe das Gefühl, das Wasser... Ach du Scheiße. Ja. Ja, alles wieder ein bisschen unter den Teppich kehren, ne? Nichts, ist einfach gar nichts. Okay, man sieht jetzt gar nichts mit dieser Verdunstung. Natürlich auch nicht so schön. Ich werde mal gucken, dass ich nicht so viel, das nicht so viel einsetze, damit ihr ein bisschen mehr erkennen könnt. Weil genau. Da ist schon wieder was aufgegangen. Das kann ich nicht zulassen. Also ich versuche das mal wieder zuzumachen, weil, tja, das Wasser ist eigentlich ganz nett sonst auch, aber ich finde, jetzt ist das eigentlich eher störend. So. Ja, der werden die ja schon hingehen. So, ich habe mir ein bisschen was überlegt. Und zwar könnte man ja, ich habe da, es gibt ja viele YouTuber. So, und ihr kennt vielleicht auch einen YouTuber, ich will jetzt gar keine Werbung machen, aber bei dem habe ich auch zum Beispiel einen Teil des Let's Plays hier, der die Spiels gesehen. Das ist der Rahmschnitzel. Und der ist ja auch ein etwas ruhiger Typ und der spricht auch, ja, die ganze Zeit eigentlich so, wie ich jetzt gerade während des Spiels. Und ich finde, es gibt ja viele YouTuber. Und über manche YouTuber beschwert man sich vielleicht, über manche nicht. Vor allem Let's Player. Hängt natürlich auch von deren Art ab und wie man damit klarkommt. Aber ich dachte eigentlich mal an so ein paar Parodien. Also man könnte sozusagen gewisse Let's Player auch mal parodieren, um zu gucken, naja, was das eigentlich und mal deren lustigen Seiten auch mal so richtig hervorzuheben. Darauf hätte ich ganz Lust. Schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare, wie ihr das finden würdet. Das fände ich einfach mal interessant, wie ihr das finden würdet. Also schreibt es mir ruhig unter die Kommentare. Ich werde es mir auf jeden Fall durchlesen. So, jetzt geht es hier immer weiter. Okay, ja, weiter zurück zum Spiel. Hier ist das gerade schon wieder was, irgendwie so eine Quelle hochgekommen. Das wollte ich ja nicht. Aber der Wasserschutz ist jetzt auch schon da. Tja, ich überlege gerade, wo jetzt doch die Schwierigkeit sein soll. Vielleicht waren wir auch schnell genug und haben alles besiedelt. Weil ich... Oh, da ist schon wieder Wasserdurchbruch, ne? Ich überlege, ob überall hier drunter Wasser ist. Da ist welches. Da ist auch welches. Also ob ich überall im Prinzip diese Quellen finden kann. Vielleicht ist das auch gemeint mit dem, ja, hier, da kannst du besser Vegetation anpflanzen und so weiter. Weil im Prinzip sind diese Quellen ja eher störend. Da werde ich jetzt mal freibuddeln wieder. Blup. Die werden uns ja nicht mehr gefährlich sein, weil wir sind ja jetzt hier geschützt auch. Ja, mach mal ein bisschen Musik. Ist ganz gut für die Stimmung natürlich. Tja. Gut, da hier rüber müssen wir natürlich auch irgendwie kommen. Das ist jetzt nicht allzu schwer. Geht auch schon mal hin, ne? Weil im Prinzip sieht man ja auch... Oh, hier sieht man ganz gut die Map-Begrenzung. Im Prinzip ist die Karte ja auch jetzt vollständig. Vegetation haben wir auch, sprich alles freigeschaltet. Da müssen wir uns ja gar keine Gedanken drüber machen, was jetzt da noch kommen wird. Ich würde sagen, deshalb besiedeln wir es hier einfach mal und gehen durch den Gang. Aber ich weiß jetzt immer noch nicht eigentlich, was die Alten davon abgehalten hat, hier zu bleiben. Also nur durch die Quellen, das kann ja nicht sein eigentlich. So,
Eine Quelle ergießt sich aus der Erde in einen Fluss, sofern Gestein sie nicht daran hindert. Okay. Das Wasser trägt unterschiedliche Mengen an Gestein mit sich und lagert das Fluss abwärts ab. Ach so. Okay, das heißt hier. Ja klar, muss ja irgendwie. Also ein bisschen Sand auch besser zu sein. Ich gefriere mal ein bisschen das Wasser einfach so aus Spaß. Ich weiß, dass ich das hier gar nicht so gebraucht habe, aber. Naja. Aber okay, ja. Also das kann schon zur Gefahr werden natürlich für unsere Dörfer. Allerdings habe ich das jetzt hier nicht so gesehen. Nicht so unbedingt. Tja. Also hier geht es auch gleich mal dann in den nächsten. Ins nächste Abenteuer, würde ich sagen. Ich meine, wir sind hier ja durch. Was soll uns denn aufhalten? Ich glaube, es gibt später noch einige Missionen, die werden noch um einige schwieriger sein. So. Und hinein. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Sie laufen an den Artefakten vorbei. Jedoch wissen sie, welchen Weg die Alten gegangen sind und finden sich wieder in einem Dornengestrüpp. Fernab von jeder möglichen Zivilisation. Wildfeuer. Okay, also weiß man schon mal, warum die hier nicht geblieben sind? Das Feuer kann unseren Dörfern sehr gefährlich werden. Es entzündet die Umgebung in regelmäßigen Abständen. Der Baum des Wassers kann die Ausbreitung von Feuer eingrenzen, wenn er daneben platziert wird. Aber auch der Baum des Feuers hat seinen Nutzen. Wenn er sich aufheizt, verdünstet er Wasser in der Nähe. Okay. Interessant. Gut, sind das jetzt hier solche Bäume des Feuers? Eine Fünfingspflanze, die in Flamme... Kann ich die irgendwie nehmen? Nö, kann ich nicht. Okay, das kann natürlich sehr gefährlich... Ach so, und dann kommt neue Vegetation. Ja, es kann natürlich sehr gefährlich werden, wenn wir das hier dann... Was ist das? Wasser gefrieren? Wieder? Verdunstung? Was ist das denn? Der Baum des Wassers. Ah, nimmt sämtliches verfügbares Wasser auf und setzt es unter Hitzewirkung mit einem Schlag frei. Ja, sehr schön. Feuer löschen. Ach was, haben wir jetzt einen Odem für? Ja, ich würde sagen, gehen wir erstmal... Die sehen ja viel aus, würden die hier gleich alles zuplatzen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier hin, ne? Das ist auch kein Vulkan, ne? Nein, nein, gut. Was ist da gerade aus, als wären wir hier in der Luft. Oh, ich will auch das Wasser mitnehmen. Das ist im umliegenden Meer. Ein bisschen Gedanken macht mir diese Feuerpflanze ja aber auch schon. Das ist ja schon nicht ganz so nett. Aber wir können jetzt auch nicht diese Bäume hier mitnehmen, ne? Nee, können wir nicht. Und da ist unser Ziel. Also, wir müssen im Prinzip also dafür sorgen, dass wir hier Dörfer errichten können, ohne dass alles in der Umgebung verbrennt. Ja, sehr schön. Oder auch nicht. Weiß ich gerade nicht. Ich glaube, ja, das sehe ich schon, glaube ich. Hier, das will ich doch mal ein bisschen abtragen, den Sand. Ne? Und, ach, das geht gar nicht, das ist ja ein Stein. Wie mache ich das denn? Kann ich die gar nicht mischen? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, eher nicht. Ah, du hast eine neue Kraft des Odems entdeckt. Mit Feuerlöschen kannst du die Flammen auf der Karte für einige Zeit aufhalten. Okay, aufhalten. Ich dachte schon, wir können da nur einen gewissen Teil löschen. Okay, alle Feuer im gesamten Gebiet zu löschen. Okay, unser Dorf ist hier anscheinend geschützt, weil... Ja, genau. Das ist der Baum des Wassers. Er nimmt permanent Wasser über die Wurzeln auf und explodiert in einer Fontäne, wenn er voll ist. Sobald sich Feuer oder Lava nähert, sprüht das gesamte Wasser heraus, um sich zu schützen. Er wirkt wie eine Barriere gegen Feuer. Ja, ich sehe schon. Fahre über den Baum des Wassers und drücke... Ah, lang genug, um ihn zu entwurzeln. Hallo. Gut, nehmen wir ihn mal mit.
Ah, okay. Das heißt, wir können jetzt hier Barrieren errichten. Was für das denn? Wieso ist denn da jetzt. Wieso ist der denn da ausgelaufen? Ich wollte ihn doch wieder einpflanzen. Moment mal. Ja, will ich doch gar nicht. Ich will doch den Baum mitnehmen. Das geht aber anscheinend nicht. Na schön. Ach, so, dann nehme ich den mit. Ich wusste nicht, dass du der hier irgendwie sein Wasser loslässt. So, jetzt kann ich hier den mal hinpflanzen. Mal gucken, was passiert beim nächsten Mal. Weil die Vegetation wird da ja immer wieder ausgelöscht im Prinzip. Und hier, achso, ja, hier wollte ich die Bäume eigentlich mal stehen lassen. Weil, wenn hier das Wasser ankommt, kommt natürlich gleich eine Fontäne mit. Also wenn das Feuer, meine ich, hier ankommt, kommt gleich eine Fontäne runter. Und das kann uns, denke ich, ganz nützlich werden. Gehen wir mal erstmal hier hin. Wasser gefrieren. Okay. Okay, mit gefrorenem Wasser könnten wir ja so eine Art Barrieren errichten. Da kommt das Feuer ja auch nicht vorbei. Puh, das könnte was werden hier, ne? Erstmal da. Aber reicht uns das irgendwie, frage ich mich. Also ist das jetzt gefährlich? Oder brauchen wir die unbedingt, damit wir eine vernünftige Vegetation hier bekommen können? Fragen über Fragen. Also ich würde erstmal sagen, durch das Knistern der Bäume und den Wind hohen Gras hört Schamane die Stimme erhalten. Ach, die Palmen wieder. Na gut, ich würde erstmal sagen, dass wir hier so ein bisschen Erde verteilen, damit das hier auch weiter wachsen kann. Denn ja, na, 100% haben wir noch nicht so ganz. Aber die Hälfte schon mal. Oh, und wenn wir das. Ach. Na, mal gucken. Wenn wir das hier auch noch besiedeln jetzt gleich, dann müsste. Wieso kommt da denn Wasser? Ach was. Wir können Dörfer versetzen. Interessant. Okay. Ja, das hier ist nämlich echt gar nicht so die tolle, beste Position. Ich würde. Ja, dann machen wir das mal, ne? Setzen wir das Dorf mal hier drauf. Mal hier schön an den Rand. Mal sehen, was da passiert. Ach, und da ist auch wieder so ein Teil des Wissens. Das können wir ja ganz gut gebrauchen eigentlich. Sehr schön. Sehr schön. So, die holen sich da das Dorf. Sollen sie ruhig. Haben wir denn gar keinen Wasserschutz hier? Ach du Scheiße. Was wird das denn? Jetzt ist unser Dorf hier verbrannt. Wie kommt das denn da zu uns? Hier war doch gar nichts. Und hier wird unser Dorf weggeschwemmt. Ein Glück haben wir dir jetzt vorhin hier mal eben so zwei Dörfer zerstört. Ach Mensch, da muss ich glaube ich noch mal ein bisschen gucken, dass ich damit zurechtkomme. Weil so geht das ja nicht. Wahrscheinlich wegen diesem Feuerbaum oder so. Ich glaube, ich zerstöre hier einfach mal. Wenn ich hier ein Dorf errichte, kann ich die Bäume des Feuers versetzen. Okay. Erstmal hinkommen, ne? Verdunstung, Wasser gefrieren, Feuer löschen. Also erstmal würde ich sagen, ja, ich kann ja den Sand hier wegnehmen, damit die Vegetation hier auch aufhört. Und dann kann da ja auch kein Feuer eigentlich mehr sein, ne? Ich würde mal sagen, das nutzen wir hier einmal eben aus. Gut, da ist das schon wieder ausgebrochen. Aber immerhin, dieses Dorf scheint jetzt in Sicherheit zu sein. Obwohl ich mir da gerade nicht so ganz so sicher bin. Naja. Aber im Prinzip müssten wir ja hier das Dorf erstmal bekommen. Und indem ich hier wieder das wegnehme, da auch, müsste der Baum des Feuers ganz schön. Naja, der müsste ganz schön alleine dastehen eigentlich. Da dürften auch keine Feuerströme mehr aus seinem Zirkel hier herauskommen. Und dann kann er von mir aus fackeln, solange er möchte.
Ja, verbrenn das doch. Das ist mir doch egal. Ach, aber jetzt kommt doch wieder dieser Baum, ne? Den müssen wir vielleicht doch mal da rausnehmen. Der Baum ist. Genau, tun wir erstmal dahin. Das ist ja jetzt nicht so unbedingt gefährlich. Und bekehren, sag ich schon. Besiedeln wir dieses Dorf. Oh, ja, alles nicht so einfach. Nicht so, wie man das sich so denkt, ne? Tja, und da sind we wieder weitere Bäume. Und da wurde ja gesagt, dass wenn ich diesen Baum. Wo war das? Nee, wenn ich irgendein Totem hier pflanze. Nee, da nicht. Wo war denn das? Da! Alter, das ist ja ganz schön weit weg. Wenn ich hier das Totem erober, dann kann ich Feuerbäume versetzen. Na gut. Aber ich meine, da ist ja nichts, ne? Kann ich ja locker durch eigentlich. Gut, der brennt da einmal eben weiter. Ich glaube, das mache ich hier mal so generell. So einmal die ganze Erde wegnehmen. Ich meine, dann können uns die Bäume auch so eigentlich gar nicht mehr gefährlich werden. Was bin ich doch für ein kluges Kerlchen. Ich werde schon sehen, dass ich Unrecht habe und dass ich gleich wieder alles verlieren werde. Aber man kann ja immerhin bis dahin das alles annehmen, wie man möchte. Dann werde ich mal eben auch diesen Totem wieder zurückholen. Habe ich hier das jetzt rausgenommen? Nee, noch nicht. Okay. Ja, dann gibt es hier einfach keine Vegetation, ne, in der Nähe. Ich will einfach sagen, hier, da kannst du rüberwachsen im Prinzip. Ach, deshalb ist hier so viel Wasser. Ja, das brauchen wir ja gar nicht. Mein Gott. Viel Lärm um nichts halt, ne? So, und dann habe ich hier mal alle Erde rausgenommen und zack, ist das ganze Wasser auch weg. Sehr schön. Hier dürfte jetzt eigentlich nichts mehr brennen. Ach, jetzt brennt uns da das Dorf weg. Was ist denn jetzt los? Wie ist das denn jetzt passiert? Also ich verstehe mal nicht, wo das Feuer herkommt. Vielleicht passe ich nicht auf, aber da wahrscheinlich ach, von hier unten. Ja, vielleicht muss ich wirklich hier die Bäume hinsetzen. So, also ich dachte ja eigentlich, das reicht, wenn ich hier die ganze Erde wegnehme. Ach, das ist noch gar nicht unten. Ach nee, das ist unten. Ach so, das ist jetzt nur. Ja. Herrlich. Also manche Bäume sind hier anscheinend doch ziemlich gefährlich. Und dann werde ich die mal alleine da stehen lassen. Das kann ja so nicht weitergehen. Ach was, jetzt schon? Na gut, dann kommen ja schon die Tiere. Gut, jetzt sind die dahin wieder unterwegs. Aber da brennt das jetzt wieder alles ab. Das ist mir zuweilen noch ein Rätsel. Weil hier kann ja eigentlich gar nichts vorbeikommen. Also wirklich gar nichts. Ach, Leute. Mach hier mal vier Feuer löschen jetzt, damit das hier aufhört. Das kann ja nicht so weitergehen hier, ne? Ich würde sagen, hier fließt einmal kurz das Wasser runter, damit ein bisschen was gelöscht wird. So, aber ich würde sagen, wir versuchen es einfach weiter in der nächsten Folge, denn ich denke, wir haben hier noch einige Arbeit vor uns. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Elax, bis zum nächsten Mal. Tschüss!